Dankeschön. Er ist da. Dann ist er weg. Mason wird angeschossen. Und er ist wieder da. Warum wollte Craig Mason umbringen? Ach, hier bist du ja. Was gibt's? Warren muss sich nicht wegen Kidnappings verantworten. Ich dachte, vielleicht interessiert dich das. Das verstehe ich nicht ganz. Cassandra hat zu Protokoll gegeben, dass Warren sie nicht entführt hat. Ah, verstehe. Ich dachte, du freust dich darüber. Das freut mich schon, aber Tatsache ist, dass das Schlimmste noch vor uns liegt. Machst du dir um den Prozess Sorgen? Den werden wir überstehen. Ich halte es für das Beste, wenn du, was deine Beziehung zu Warren angeht, vor Gericht vor allem auf Diskretion achten würdest. Das wäre besser für dich, hm? Unsinn. Mach mir nichts vor, dafür kenne ich dich viel zu gut. Hier geht es doch nur darum, dass dein Ansehen in dieser Stadt nicht untergraben wird. Du wirst doch wohl nicht so naiv sein zu glauben, dass du den Prozess unbeschädigt überstehst. Oh, mein Ruf ist schon ruiniert. Ich habe nichts zu verlieren. Ich will nur den Prozess und unsere Ehe hinter mich bringen, damit ich endlich mein eigenes Leben führen kann. Ja, gut. Ich bin, wie du weißt, auch für eine Scheidung. Aber wir waren uns ja einig, dass du glaubwürdiger bist als Zeugin, wenn wir mit der Scheidung erstmal noch warten, bis der Prozess gegen Warren vorbei ist. Warum glaubst du, dass man an meiner Glaubwürdigkeit irgendwelche Zweifel haben wird? Ich sage die Wahrheit. Du glaubst mir nicht, oder? Sie, haben Sie Santana gefunden? Ja, sie war, wie Sie richtig vermuteten, bei den Raymonds. Und, haben Sie das Ganze wieder hinbiegen können? Nicht einmal annähernd. Du hast ihm gesteckt, wo Santana ist? Bist du übergeschnappt? Nicht schon wieder. Ich will jetzt wissen, woran ich bin, auf welcher Seite du stehst, auf meiner oder auf ihrer? Ich will nur hoffen, dass Katharina mein Kauderwäsch einigermaßen verstehen kann. Das wird sie bestimmt. Und wir werden es auch noch schaffen, es in der Morgenausgabe zu drucken. Glaubst du denn im Ernst, die Leute interessiert es, was jemand schreibt, der eine Mordanklage am Hals hat? Aber wieso denn nicht? Es gibt Menschen, die genau wie ich an dich glauben. Und das sind mit Sicherheit nicht mal wenige. Da will noch jemand zu dir. Santana? Hallo, Warren. Ich komme morgen wieder. Ja, gut. Oh, bitte komm doch rein. Hallo. Hallo. Dich scheint mein Besuch zu überraschen. Du hast recht, ich bin überrascht. Als mir das Wasser bis zum Hals stand, bist du auch für mich da gewesen. Und ich habe mir gedacht, dafür sollte ich mich revanchieren. Die ist für dich. Ich denke, du arbeitest für CC. Hab ich auch. Aber ich wüsste nicht, warum ich das daran hindern sollte, herzukommen und dir trotzdem meine Hilfe anzubieten. Also, Warren, was kann ich für dich tun? Na los, denk nach. Lass dir etwas einfallen. Wir werden dich hier rausholen. Ihr habt ohne Warren bestimmt alle Hände voll zu tun mit der Zeitung, ne? Nein, wir haben das Ganze eigentlich soweit im Griff. Im Wesentlichen. Ah ja? Schuftest du wieder bis in die Nacht, damit die Morgenausgabe pünktlich erscheint? Nein, ich muss Katharina bloß noch das Band hier bringen, dann bin ich fertig für heute. Wieso? Tja, ich wollte dich fragen, ob du zum Essen kommen willst. Die Kinder und wir alle würden uns freuen, wenn du kommst. Gilt deine Einladung für heute? Ja, natürlich. Ich komme gern. Schön. Thank you.
treibst Santana direkt in Cicis Arme. So ein Blödsinn. Er hat gefragt, wo sie ist und ich hab's ihm gesagt. Und wieso? Wieso? Sie ist in Santa Barbara. Wenn er es nicht von mir erfahren hätte, dann hätte es ihm sonst wer erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob ich dir noch trauen kann. Das hat vermutlich etwas mit der Schwangerschaft zu tun. Die Hormonumstellung macht dir zu schaffen. Das ist nicht ich wahr. Ich bin doch der Einzige, den du hier noch trauen kannst. Du hast recht. Tut mir leid, ich war unfair. Die Situation wäre halb so verfahren, wenn du Cici mit diesem dummen Lügenmärchen verschont hättest. Ich weiß, dass das falsch war. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Du solltest dir jetzt lieber Gedanken darüber machen, wie du Cicis Vertrauen wieder zurückgewinnen kannst. Und wie glaubst du, soll das gehen? Ich bin nicht wichtig für ihn, wie du weißt. Wir sind nicht wichtig für ihn. Du kriegst ein Kind von dem Mann. Du musst ihm etwas bedeuten. Da irrst du dich. Und ich habe, wie du weißt, schon alles Mögliche versucht. Schwangerschaftsbeschwerden und vorzeitige Wehen vorgetäuscht. Und trotzdem kümmert er sich kaum um mich. Ja, gut, aber vielleicht trägst du zu dick auf und er merkt das. Vermutlich würde er mich nicht einmal wahrnehmen, wenn ich nicht wenigstens das machen würde. Jetzt übertreibst du aber maßlos. Und wieso sieht er mich ständig an, als würde er mich hassen? Jetzt hör endlich auf mit dem Unsinn. Ich meine, du wirst nichts erreichen, wenn du jetzt in Selbstmitleid versinkst. Findest du das so unverständlich? Es war immer schon so, dass ich in allem, was mir wichtig ist, den Kürzeren ziehe. Du hast noch alle Chancen. Das denkst du doch nicht wirklich. Ach. Du wirst mich wahrscheinlich auch bald ignorieren. Es würde dir bestimmt mehr bringen, dich von mir abzuwenden und dich mit Santana anzufreunden. Nichts liegt mir ferner, als dich im Stich zu lassen. Das wäre aber eine Möglichkeit, in Cicis Gunst wieder zu steigen. Das habe ich nicht nötig. Wie du weißt, habe ich ein gutes Verhältnis zu Cici. Und soweit ich weiß, steht es zwischen Santana und Cici zurzeit nicht unbedingt zum Besten. Du darfst nicht aufgeben. Wirf nicht das Handtuch. Die Chancen sind gut, dass aus dir und Cici wieder was wird. Ich warte immer noch auf eine Antwort. Glaubst du mir nicht, dass ich die Wahrheit sage? Das ist völlig belanglos. Warren steht unter Mordverdacht. Sein Anwalt wird alles tun, die Geschworenen vom Gegenteil zu überzeugen, selbst wenn das auf deine Kosten geht. So weit wird es gar nicht kommen. Warren wird das nicht zulassen. Tja, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Du weißt so gut wie ich, wozu Menschen fähig sind, wenn es darum geht, den eigenen Kopf zu retten. Ich hoffe für dich, dass du weißt, worauf du dich da einlässt. Das hoffe ich auch. Er war eigentlich begeistert von meinen Entwürfen, aber als die erste Unstimmigkeit auftauchte, war ich den Job auch schon wieder los. Mit anderen Worten, haben ihm deine Entwürfe nicht gefallen? Nein. Nein, es hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Es hatte nichts damit zu tun? Absolut nichts. Ist eure Beziehung ausschließlich beruflicher Natur oder läuft da noch mehr? Inzwischen etwas mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Und ich dachte, du hast diesen Mann mindestens ebenso sehr wie ich. Er hat sich nun mal verändert. Er verbringt sehr viel Zeit zu Hause und versucht, für seine Familie da zu sein. Ihm ist bewusst geworden, wie viele Probleme dadurch entstanden sind, dass er sich aus Familienangelegenheiten rausgehalten hat. Und ihm ist klar geworden, dass er ein falsches Bild von sich selbst hatte. Er wirkt auf mich sehr verletzbar. Er ist ein egoistischer, aufgeblasener Pascha, dem es nur um Macht geht. Das stimmt nicht mehr. Er ist ein vollkommen anderer Mensch geworden. Warum glaubst du mir nicht? Sogar Ted ist aufgefallen, dass sein Vater sich zu seinem Vorteil verändert hat. Dann verstehe ich aber nicht, wieso du nicht mehr für ihn arbeitest. Es gab Meinungsverschiedenheiten. Ach, Meinungsverschiedenheiten. Du weichst mir aus, oder? Hatten sie vielleicht mit mir zu tun? Damit, dass du mit mir befreundet bist? Nein, ganz und gar nicht. Meine Probleme sind auch nicht der Grund, weshalb ich mit dir reden wollte. Ich bin hier, weil ich dir meine Hilfe anbieten will. Du willst mir helfen? Hm. Weißt du, wer die Schüsse abgefeuert hat? Ich habe keine Ahnung. Aber ich könnte vor Gericht aussagen, dass ich dich einer solchen Tat nicht für fähig halte. Was hältst du davon? Gut, ich frage meinen Anwalt. Aber jetzt wieder zu dir und Cici. Warren, ich sagte doch, dass es nicht wichtig ist. Spiel es nicht runter. Es ist wichtig für dich, das sehe ich doch. Also hör auf, damit mir etwas vorzumachen. Na gut. Mag sein, dass sich das Ganze etwas absurd anhört. Ich stehe auf sowas. Cici war überzeugt, dass wir zwei etwas miteinander hätten. Das ist interessant.
Ich war für ein paar Tage in San Francisco, weil ich Brandon gern wiedersehen wollte. Und jemand hat ihm das Märchen erzählt, dass ich deinetwegen dort war. Wer hat ihm denn das aufgetischt? Gina. Ach. Mhm. Du siehst, sie war für dieses Missverständnis verantwortlich. Im Prinzip war so etwas von ihr zu erwarten, das wundert mich keineswegs. Aber dass sie darauf hereinfallen würde, darauf war ich dummerweise nicht gefasst. Die Frau lügt, wenn sie den Mund aufmacht, und eigentlich sollte er inzwischen wissen, dass ich nie auf die Idee kommen würde, ihm irgendwelche Lügen aufzutischen. Und hast du ihm gesagt, weswegen du dort gewesen bist? Ja, natürlich, und er glaubt mir auch, aber er hält es nach wie vor für möglich, dass wir eine Affäre haben. Ich befürchte, er hat Schwierigkeiten damit zu akzeptieren, dass ich von deiner Unschuld überzeugt bin und mich niemals von dir abwenden würde. Deine Probleme haben also doch mit mir zu tun. Nein, Warren, du bist dafür wirklich nicht verantwortlich. Nein, das ist ein Konflikt zwischen CC und mir. Denkst du wirklich? Ich finde, du lässt dir ziemlich viel bieten. Das ausgerechnet von diesem Mann. Hast du dir das auch mal überlegt? Eins vergisst du bei der Sache völlig. Du hast ihm großmütig vergeben. Du bist bereit, ihm zu vertrauen. Und was tut er? Nennt dich bei der erstbesten Gelegenheit Lügnerin. Ja. Und du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie weh das tut. Und ich hatte schon geglaubt, wir könnten es sogar schaffen, eine Beziehung aufzubauen, die auf Vertrauen beruht. Ich war sogar schon so weit, auf eine gemeinsame Zukunft zu hoffen. Kaum zu glauben, dass du das willst. Warren, ich weiß nicht mehr, was ich will. Ich weiß gar nichts mehr. Tja, sowas kommt vor. Mhm. Vergiss aber eins dabei nie. Was? Du bist zu gut für ihn. Das weißt du auch. Ich weiß gar nichts mehr. Tja, sowas kommt vor. Mhm. Vergiss aber eins dabei nie. Was? Du bist zu gut für ihn. Das weißt du auch. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Das liegt vermutlich daran, dass du hier so intensiv nach was suchst. Ob du es glaubst oder nicht, ich suche eine Verlängerungsschnur. Und wenn ich eine gefunden habe, entwende ich sie fürs Gartenhaus. Und warum suchst du sowas im Wohnzimmer? Ich bin schon in der Besenkammer gewesen, aber Fehlanzeige. Eigentlich geht es ja dabei auch nur um meine Eitelkeit. Ach, wirklich? Ja, die Verlängerungsschnur brauche ich nur, weil ich meine Haare vor dem Spiegel föhne. Oh, verstehe. Das hört sich nach einer Krise an. Schon gut, lassen wir das. Ich gehe gleich morgen los und kaufe mir eine. Langweile ich dich zu Tode? Nein, keine Spur. Noch nicht. Bis jetzt. Aber das kommt vielleicht noch. Und, hast du schon rausgefunden, wann das nächste Erdbeben in Kalifornien zu erwarten ist? Ja, ich habe mich kundig gemacht. Aber das werde ich keinem verraten. Ich war heute Morgen im Macmillan-Institut. Dort wird alles gesammelt und ausgewertet, was man über Erdbeben in diesem Gebiet weiß. Und ich habe die Akten eingesehen. Ah ja? Ja. Bitte sag mir Bescheid, wenn Kalifornien vom Meer verschlungen wird. Das wird irgendwann sowieso der Fall sein. Wenigstens in ein paar Millionen Jahren oder so. Wirklich? Ja klar, wusstest du das nicht? Naja, ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ist nur so eine Vorahnung. Ich war noch nie eine große Leuchte in Naturwissenschaften. Bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Aha. Ich tue das nur, um zu verhindern, dass mein Gehirn einrostet. Hast du schon mal überlegt, wie lange du überhaupt noch hier bleiben willst? Ich habe vorerst noch die Verhandlung gegen Warren Lockridge abzuwarten. Und was dann? Nun, Südamerika hat, soweit ich weiß, einige interessante Forschungsinstitute, die werde ich mir wahrscheinlich mal ansehen. Südamerika? Ja, da war ich noch nie. Steht das alles schon fest? Lily, absolut nichts in meinem Leben steht auch nur irgendwie fest. Das heißt, es könnte immer was dazwischen kommen, was dich davon abhält. Das kann man vorher nie wissen. Neben besagter Verlängerungsschnur bräuchte ich ziemlich dringend vor allem mal wieder ein paar schicke Kleider. Du weißt nicht zufällig, wo deine Schwester einkauft? Keine Ahnung, da musst du schon sie fragen. Mir fällt dazu nur Folgendes ein. Ich finde das Thema Frauenkleider ungefähr so aufregend wie die Suche nach einer Verlängerungsschnur. Anscheinend langweile ich dich bereits.
Unsinn, damit wollte ich nur sagen, dass ich null Ahnung habe von Frauenkleidern. Und ob du es glaubst oder nicht, ich schäme mich nicht mal dafür. Das dachte ich mir schon. Sag mal, nimmst du niemanden ernst oder machst du das etwa nur mit mir? Hm? Du warst gerade die Einzige hier, deswegen. Bestimmt drängt sich alles wieder ein. Bei mir vermutlich auch. Natürlich. Ich komme wieder. Ach ja, soll ich deinen Anwalt anrufen und fragen, ob es was bringt, wenn ich aussage? Nein, lass, das mache ich. Cruz, gibt es sonst noch irgendwas, das ich für ihn tun könnte? Ich wüsste wirklich nicht was, Santana. Cruz ist wirklich ein netter Kerl. Hm. Er versucht immer wieder, mir Mut zu machen. Und das brauche ich. Gut. Wenn dir doch noch etwas einfallen sollte, kannst du mich ja anrufen. Ja, mache ich. Ciao. Ciao. Tja, noch jemand, der sich für dich einsetzt, das ist gut. Stimmt. Tust du mir einen Gefallen? Einen winzigen. Es kommt darauf an, Warren. Keine Bange, ich will keinen Kuchen mit einer Feile drin. Zu blöd, da hätte man etwas machen können. Was ist es? Ich möchte gern mit CC sprechen. Und ich soll ihn herbringen? Ja. Wieso nicht gleich Bill Clinton? Das wäre im Moment vielleicht sogar einfacher zu arbeiten. Es muss sein, sonst würde ich dich nicht darum bitten. Geht es um den Prozess? Nein. Und worüber willst du dann mit ihm sprechen? Bring ihn bitte zu mir. Und vermutlich kannst du nicht warten, bis du wieder draußen bist. Nein. Ah ja. Na gut, aber dann müsste ich schon wissen, warum er herkommen soll. Freiwillig lässt er sich auf sowas nie ein. Sag ihm, es geht um Santana. Soll ich dich nicht doch zu einem Laden fahren? Nein, danke. Aber wenn du weißt, wann genau uns das nächste Erdbeben hier bevorsteht, sag mir Bescheid, ja? Du bist die Erste, die es erfährt. In Ordnung. Ach. Hallo, Gina. Hallo, Ted. Mann, 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 du bist ja ganz schön raffiniert, Schatz. Bitte? Komm schon. Ich meine, dass du auf sein Angebot, dich zu fahren, nicht eingegangen bist. Männer stehen auf Frauen, die sie erst mal erobern müssen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Mir musst du doch nichts vormachen. Oder willst du mir etwa weismachen, dass ich hier als Einzige ein Auge auf einen Käpfel geworfen habe? Objektiv betrachtet hat er hier wohl kaum Chancen auf einen fairen Prozess. Es steht aber fest, dass der Gerichtsstand nicht verlegt wird. Natürlich, aber es dürfte schwierig werden, unvoreingenommene Geschworene zu finden. Es sprechen so viele Beweise gegen Warren Lockridge. Jedes Geschworenengericht spricht ihn schuldig. Ja, vermutlich. Es sei denn, man glaubt Angela. Das wird man nicht. Dumm ist nur, dass Angelas Aussage vielleicht ihr Ansehen hier demolieren könnte. Glauben Sie, das weiß ich nicht. Ich trete wohl besser vorher zurück. Ich bitte Sie, sowas lächerlich. Ein Richter, dessen Glaubwürdigkeit von der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird, ist nicht tragbar. Sie sollten, wenn Sie mich fragen, erstmal den Prozess abwarten. Sie müssen mir etwas versprechen, was dabei auch rauskommt. Unsere Freundschaft wird davon nicht betroffen. Das ist doch wohl klar. Aber nur, weil ich sonst gar keinen Freund mehr hätte. Das heißt, Sie sind der Einzige, dem ich noch vertraue. Ach, schön. Danke sehr. Wie geht es Sophia? Schwer zu sagen. Ich sehe sie kaum noch, seit es mit uns für immer aus und vorbei ist. Ich finde, Sie nehmen das relativ gelassen hin. Darf ich fragen, warum? Vielleicht habe ich mich etwas... Es ist noch nichts richtig Ernstes. Noch nicht, aber wer weiß. Jedenfalls hat mich lange keine Frau mehr so fasziniert wie Sie. Schön. Es freut mich, dass Sie wieder anfangen zu leben, Sisi. Sie muss wohl etwas Besonderes sein. Besonderes schon. Und ich habe mich bereits unbeliebt gemacht. Ich könnte mich dafür ohrfeigen. Und wieso reden Sie mit ihr nicht mal darüber? Das habe ich schon versucht. Sie wollte nicht zuhören. Naja, ich verstehe auch nicht gerade sonderlich viel von Frauen. Aber wie wäre es, wenn Sie klein beigeben, Sisi? Ich? Sowas liegt mir nicht besonders. Das weiß ich, aber das wirkt manchmal Wunder. Entschuldigt bitte, aber könnte ich dich ganz kurz sprechen, Mr. C? Sicher. Cruz, wie geht es Ihnen? Ich muss sowieso wieder zurück an die Arbeit. Viel Glück. Danke. Wiedersehen. Habt ihr was besprochen, was von Interesse ist? Ja. Mit dem, was wir über Frauen wissen, können wir keinen Blumentopf gewinnen. Kein Wunder also, dass unsere Frauen sich unverstanden fühlen und irgendwann das Weite suchen. Das ist wahr. Ich war heute kurz bei Jarvis. Sein Kontaktmann in Mittelamerika will die Suche aufgeben, keine Spur von ihm. Sie werden sie niemals finden, bis sie nicht selbst gefunden werden will. Und solange das nicht geschieht, verschwendest du bloß dein Geld. Ich glaube einfach nicht, dass du tatsächlich aufgeben willst. Ich würde es etwas anders formulieren. Ich füge mich einfach ihrem Willen. Und damit musst auch du dich irgendwann abfinden.
Eden hat Position bezogen. Ihr gefällt es ganz offenbar so, wie es ist. Und dagegen bin ich nun mal machtlos. Nun, ganz offenbar bist du auch mit jemand anderem beschäftigt. Bist du damit auf Warren? Genau davon spreche ich. Und wieso hältst du dich Weil da nicht raus? Weil ich glaube, dass er es gewesen ist. Und deswegen denke ich, es wäre interessant rauszufinden, wer Warren es war. Warren ist ohne jeden Zweifel für diesen Anschlag verantwortlich. Ja? Du warst ja damals auch davon überzeugt, dass Santana dem Gericht Lügen aufgetischt hat. Mit ihrer Aussage, dein guter Freund Dr. Jameson wäre bestechlich. So leicht ist das eben einfach manchmal nicht. Sehen uns ja Mr. C, warte eine Sekunde. Ich habe dich nicht gesucht, weil ich mit dir streiten wollte. Was wolltest du denn sonst noch mit mir besprechen? Es geht um Warren, er will dich sehen. Das sagst du so einfach? Ja. Ich habe kein Interesse an irgendwas, was Warren zu sagen hätte. Und genauso wenig bin ich daran interessiert, ihm was zu sagen. Er hat gesagt, es ginge dabei um Santana. Um Santana, sagte er? Aha. In der Anmeldung liegt ein Passierschein auf deinen Namen. Nur so kommst du rein. Ich verstehe das nicht. David sagte vorhin, Cassie sei nicht von Warren gekidnappt worden. Warum sitzt er dann immer noch dort fest? Er steht unter Mordverdacht, Angela. Und weil Fluchtgefahr besteht, ist die Kaution aufgehoben worden. Sowas Albernes. Er kommt immer zurück. Er will doch sogar vor Gericht. In meinen Augen ist dieser ganze Fall lächerlich. Und wenn sich nicht irgendwann ein Beweis für Warrens Unschuld findet oder irgendjemand den wahren Täter findet, dann sitzt er womöglich ewig da. Das darf nicht passieren. Wissen Sie, ich fühle mich verantwortlich. Sie wollen das Foto, das ich aufgenommen habe, als Hauptbeweis gegen ihn benutzen. Suzanne, die Fotos, die Sie gemacht haben während der Party, da haben Sie doch immer den gesamten Raum mit drauf. Ja, warum? Was ich meine ist... Sie haben dort Fotos von jedem gemacht? Ja. Halten Sie es unter Umständen vielleicht für denkbar, dass jemand, der dort anwesend war, nicht auf den Bildern ist? Nein. Ich meine, es ist unwahrscheinlich. Wer immer bei dieser Party war, in dem Moment, als man auf Mason schoss, ist auch auf den Fotos zu sehen. Entschuldigung. Hallo. Hör zu, es wird wohl etwas später werden. Ich muss noch mal ins Gerichtsgebäude zurück. Kein Problem, Wunderbar. Denn... Wie du hier siehst, habe ich einiges aufzuarbeiten mit den Kindern. Sie werden begeistert sein, das ist fantastisch. Ich habe mich in letzter Zeit nicht um Spielzeug gekümmert. Bruce, wenn Sie jetzt gleich dorthin fahren, könnte ich Sie begleiten und kurz bei Warren reinsehen? Die Besuchszeit ist schon vorbei, Sie brauchen eine Sondergenehmigung. Aber könnten Sie das nicht arrangieren? Ich denke schon. Sie scheinen nicht davon begeistert zu sein. Nun, Angela, er steht unter einem ziemlichen Druck. Denken Sie, ich weiß das nicht, ich habe nicht vor, den Druck noch zu verstärken. Cruz, ich will ihn nur kurz sprechen und sehen, wie es ihm geht. Bitte, Cruz. Wenn er mich nicht sehen will, gehe ich sofort wieder. Na gut, warten Sie. Ich kläre das mit meiner Dienststelle. Ich bin gleich zurück. Danke. Gut. Ich frage mich, warum du denkst, ich wäre an Ted interessiert. Bist du es nicht? Er ist ein netter Kerl und ich bin einfach bloß freundlich zu ihm. Ich habe doch gesehen, wie er dich ansieht. Es scheint, er ist an viel mehr interessiert als nur an Freundschaft. Hör auf damit, Mom. Du ziehst wie immer die falschen Schlüsse. Ach, tatsächlich. Naja, er hat sich sehr verändert, seit er so viel unterwegs ist. Das ist wahr. Er wirkt viel erwachsener. Mhm. Was ist der Grund dafür? Keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er für 3 Jahre verschwand und plötzlich für Geologie Interesse zeigte. Cici hat 5 Monate nichts von ihm gehört und per Zufall traf Mason wohl in San Francisco auf ihn. Das passt ja, soweit ich weiß, waren die beiden früher immer unzertrennlich. Ted hat den guten Mason geradezu angehimmelt. Ja. Tja, er ist kein Kind mehr, hm? Du denkst, er interessiert sich für mich? Tu bloß nicht so unschuldig. Ich sehe das nicht gleich. Wenn ich bloß Cici dazu kriegen könnte, mich so anzusehen. Aber wieso denn nicht? Fein. Sag mir doch mal, wie. Gut. Ich weiß nicht viel über die menschliche Natur. Doch die Menschen wollen immer an etwas glauben können, denn das brauchen sie. Also musst du nur eins tun. Rausfinden, woran dieser Mann glauben möchte und es ihm suggerieren. Donnerwetter, bist du aber weise für dein Alter. Ich staune. Nun ja, man sammelt eben Erfahrungen. Da bin ich sicher. Na, mal sehen. Geld ist wichtig für ihn. Wenn der Mann nicht so viel Geld vorzuweisen hätte, würdest du dich nicht für ihn interessieren. Aber auch die Familie war ihm immer wichtig. Ich denke, was der gute Cici sucht, ist einfach nur eine Frau, der er ganz vertraut.
Dann müsste er doch nur mich ansehen. Ich sagte, er muss ihr trauen können. Er kann mir vertrauen. Hör auf, Mutter. Du klaust auf der Samenbank das Sperma von Sissy und wirst davon schwanger. Kein guter Anfang für eine vertrauensvolle Partnerschaft. Na gut, es war etwas daneben. Du hast gestohlen. Hör zu, wenn sich jemand einfach etwas holt, was er ganz dringend braucht, dann ist das nicht stehlen. Du wärst eine tolle Anwältin, Ma. Nein, Gesetze richten sich dummerweise nicht nach dem, was man fühlt und erleidet. Na schön, lassen wir das. Gut, du hast mir nie davon erzählt, wie du ihn dazu gekriegt hast, dich im Gartenhaus wohnen zu lassen. Er hatte einen schwachen Moment. Tja, Mom, dir sollten ein paar Dinge bewusst werden. Ich bin sicher, er denkt, es geht dir nur ums Geld dabei. Also, du musst ihm zeigen, und zwar möglichst glaubwürdig, dass dein Interesse wirklich nur ihm gilt und nicht seinem Geld. So ist es auch. Ich habe ihn schon immer sehr geschätzt. Und ich liebe den Mann sogar nach all dem noch. Wie heißt es so schön? Du verletzt die Menschen, die du liebst, am meisten. Nein, das ist doch völliger Quatsch. Ich meine, sieh's mal aus Cicis Perspektive. Nach dem, was du ihm angetan hast, Ma, wird's nicht einfach sein, für ihn Vertrauen zu dir aufzubauen. Ich weiß. Und die Liaison mit Santana ist auch nicht gerade hilfreich. Aber ich werde nicht aufgeben, Lilly. Gut. Im Innersten bist du nämlich eine wundervolle Frau und ich bin sicher, auch Cici merkt das irgendwann. Ich hoffe, du hast recht. Aber klar. Wo hast du nur all diese Einsichten her? Wenn man so viel herumkommt, kann man einiges lernen. Sicher, ich kann mir ausmalen, was du in Las Vegas gelernt hast. Las Vegas unterscheidet sich kaum von Santa Barbara. Die meisten Menschen sind genauso wie hier, nur ihre Laster sind vielleicht sichtbarer. Weißt du was? Ich bin sehr froh. Jetzt lernen wir uns wenigstens etwas besser kennen. Ja. Lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Wir rufen Sie wieder. Bitte. Was willst du? Erstmal vielen Dank fürs Kommen. Zur Sache. Es gibt offenbar ein Missverständnis, das ich sehr gerne aufklären würde. Hm? Santana ist eine gute Freundin von mir. Das ist die Grundlage unserer Beziehung Freundschaft, nicht mehr und nicht weniger. Wieso sollte ich dir vertrauen? Nicht mir, sondern ihr. Es weiß doch jeder, dass sie nicht lügt. Dazu gehört nur etwas Menschenkenntnis, die Ihnen offensichtlich fehlt. Entschuldige, das muss ich mir nicht anhören. Einmal hätten sie ihr Leben schon fast ruiniert, Cici, als sie ihr Brandon genommen haben. Sie sperrten sie in diese Klinik, in der Dr. Jameson ihr so übel mitspielte. Und ich weiß nicht warum, aber sie hat ihn verziehen. Und jetzt nennen sie sie eine Lügnerin. Wenn du versuchen solltest, mich über Santana zu beeindrucken, tust du mir leid. Ich werde nicht einen Finger für dich rühren. Und wenn ich du wäre, hätte ich mehr Angst, hier zu verrotten. Und zerbreche mir nicht den Kopf über andere Leute. Denk nach. Wärter. Vergessen Sie Ihre Wut auf mich. Wärter. Was ist mit ihr? Was ist mit dem, bitte, was ich für sie empfinde? Sofort. Sie vergibt Ihnen Ihr mieses Verhalten. Ich verstehe zwar nicht, wieso, aber sie hängt offenbar an Ihnen. Ruinieren Sie sie nicht, so wie Sie alle anderen ruiniert haben. Sieh an, also hast du dich doch noch entschieden, einkaufen zu gehen. Nein, ich laufe einfach weiter in Sack und Asche rum. Oh, wenn dir das alles so gut steht wie dieses Kleid, das du da anhast. Danke. Keine Ursache. Bist du vielleicht irgendwo verabredet? Nein, nein. Ich wollte eigentlich nur kurz rüber in die Oase. Es ist erstaunlich, wie viel sich hier verändert hat. Ja, hier hat sich so einiges verändert. Nicht nur das Haus. Ja, scheint so. Und so wie du mich von früher her im Kopf hattest, bin ich wohl auch nicht mehr. Nein, allerdings nicht. Klar, jedenfalls hol mich hier raus. Nein, Sie können zu ihm. Von Singapur keine Spur. Geht's dir gut? Ja, hervorragend. Ich versuche, etwas Frieden und Ruhe zu finden, aber dummerweise fühle ich mich hier wie auf einem Rummelplatz. David hat mir gesagt, dass du nicht mehr wegen der Entführung belangt wirst. Na toll, jetzt bin ich nur noch wegen Mordes dran. Lassen Sie mich vielleicht einen Moment mit ihm allein. Sicher.
Ich habe vorhin Susannes gesamte Fotografien durchgesehen, die von der Party. Craig ist wirklich nicht mehr da gewesen, als man auf Mason geschossen hat. Nur leider beweist das nichts. Doch, für mich schon. Ich habe schon die ersten Schritte unternommen, um sein Vertrauen zu gewinnen. Nein, du darfst dich nicht mit ihm abgeben. Selbst wenn er es nicht gewesen ist, er ist äußerst gefährlich. Ich weiß, ich krieg das schon hin. Hör auf mich, Angela. Er weiß, wie wir zueinander stehen. Und vielleicht auch, was du vorhast. Anscheinend unterschätzt du mich mal wieder. Ich bin besser in solchen Dingen, als du denkst. Ich würde sehr gern wissen, was du die Jahre über so gemacht hast. Tatsächlich? Natürlich. Ich meine, du bist abgehauen und zurückkommt ein viel stärkerer Mensch. Was immer du auch erlebt hast, es muss dein Selbstbewusstsein gefestigt haben. Ich hoffe es zumindest, aber ich glaube, du bist auch ziemlich viel herumgekommen, oder habe ich mich etwa verhört? Ja, ich hatte das starke Bedürfnis, mal von dir wegzukommen. Nur von Santa Barbara oder von diesem Haus und der Familie? Von allen dreien. Mein Vater ist manchmal wie ein Pascha. Er kann, weißt du, es war mir nie so bewusst, dass mein Leben mir von ihm diktiert wurde, als ich noch hier wohnte. Wenn du mich fragst, musst du auch sehr weit gekommen sein. Es lief aber vieles auch verkehrt. Ach, Fehler machen wir doch alle. Aber es gibt eins, das hilft mir. Und zwar, wenn ich eine Weile mit jemandem spreche, dann kann ich mir meist schon ausrechnen, was ihm wichtig ist. Gewöhnlich ist das ziemlich leicht. Und inwiefern hilft einem sowas? Nun, es ist meist von Vorteil, wenn du weißt, was jemanden bewegt und antreibt. Nur bei dir klappt's einfach nicht so. Tatsächlich? Nein. Verrat's mir einfach, Ted. Wenn ich dich länger kenne, finde ich's vielleicht noch raus. Ausdauer hast du ja ganz offensichtlich genug. Und du wirst sicher bald rausfinden, dass ich mehr der stille Typ bin. Jetzt hast du den Salat. Wenigstens weiß ich jetzt, woran ich bin. Raus. Ausdauer hast du ja ganz offensichtlich genug. Und du wirst sicher bald rausfinden, dass ich mehr der stille Typ bin. Jetzt hast du den Salat. Wenigstens weiß ich jetzt, woran ich bin. Aber wieso? Ich hab dir gesagt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Wieso sperrst du dich dagegen? Warum führen wir dieses leicht einseitige Gespräch nicht in der Oase fort? Klingt gut, gehen wir. Okay. Guten Abend, Ted. Abend. Mom, Ted und ich gehen kurz in die Oase. Viel Spaß, Kinder. Ja. Gina, was suchst du eigentlich hier? Oh, eigentlich wollte ich Lilly fragen, ob sie mit mir essen geht, aber Ted war einfach schneller als ich. Hattest du einen schönen Tag? Ich gehe lieber rüber ins Gartenhaus. Gute Nacht. Redest du nicht mal mehr mit mir? Doch, die eine Sache solltest du noch wissen. Hier in der Tasche sind alle meine Sachen. Durchsuch sie ruhig, wenn du möchtest. Hey, das wirst du doch jetzt wohl nicht tun. Du gehst nirgendwo hin. Zuerst hörst du mich an. Danke, ich habe genug von dir gehört. Nein, das glaube ich nicht. Was du noch nicht gehört hast, das ist meine Entschuldigung. Ich habe alles für dich aufgegeben, sogar meine Ehe. Bedeute ich dir denn gar nichts? Mach doch jetzt bitte kein Theater. Du hast mich von Anfang an einfach nur benutzt. Das habe ich und nicht. Und jetzt, wo der Prozess anfängt, da Angela. Lässt du mich fallen. Du hast immer bloß versucht, deine eigene Haut zu retten. Das ist nicht wahr. Natürlich nicht. Du bist mehr als bereit, mich den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen. Alle haben mich gewarnt, aber ich wollte ja nicht hören. Wie konnte ich bloß so verdammt? Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Bruce, bitte, ich möchte gehen. Was ist los? Ich will hier raus. Angela. Santana, es war ein Missverständnis. Und ich bedauere es sehr. Welchem Umstand verdanke ich denn diesen Sinneswandel, Cici?
Eine Reihe schlafloser Nächte. Und ich habe mit Warren gesprochen. Du hast tatsächlich die Frechheit besessen, bei Warren nachzufragen? Warte bitte. Er sagte, er wollte mich sehen. Und auch wenn ich ihn zutiefst verabscheue, ich habe ihm geglaubt, was er sagt. So, ihm glaubst du, aber niemand nimmt es mir. Verzeih mir, Santana, kannst du denn nicht verstehen, was in mir vorging? Ich war verrückt vor Eifersucht, aber dass es Warren sein könnte, das raubte mir den Verstand. Diese Lockridge-Familie bringt mich aus der Fassung. Jetzt ist mir klar, ich hätte dir von Anfang an vertrauen sollen. Bitte verzeih. Ich weiß nicht, was du von mir jetzt erwartest, Cici. Wäre es zu viel verlangt, wenn ich dich bitte, mein Haus weiter einzurichten? Auf keinen Fall, vergiss es. Ich lass mich nicht um den Finger wickeln. Das habe ich nicht vor. Das würde ich niemals wagen. Ich sag dir was, wenn wir uns wegen der Renovierung des Hauses voneinander entfernen sollten, dann verzichte ich lieber darauf. Ich bitte dich, gib uns noch eine Chance, versuchen wir es. Cruz, einen Moment. Jemand hat mir gesagt, dass Angela gerade hier war. Wollte sie zu Lockridge? Ja, sie war da. Man hat mir auch gesagt, dass sie sehr verärgert war. Ich bin nicht sicher. Es scheint, die zwei haben sich wegen irgendwas fürchterlich gestritten. Aber sie waren dabei. Ich habe gehört, dass die beiden sich anbrüllten, doch ich konnte leider nicht verstehen, aus welchem Grund. Hat sie eigentlich immer noch vor, auszusagen? Ich will's hoffen für Warren. Sie ist das einzige Alibi, das er hat. Wir fahren auch schnell raus zum Vergnügungspark. Wird vermutlich länger dauern. Oh Gott, Raphael kann den Kindern auch nichts abschlagen. Wie sollen wir neu anfangen? Es gibt so vieles, das zwischen uns steht, Cici. Es wäre einen Versuch wert. Was ist mit Warren? Schon allein bei diesem Prozess sind wir wieder Gegner. Wir waren auch früher oft uneinig. Zum Beispiel, als ich mit Katharina Streit hatte. Du hast mir von der ersten Stunde an widersprochen, aber wir haben uns verstanden. Kann man denn das so einfach wegwerfen? Ich weiß nicht. Ich schon. Ich will dich auf keinen Fall verlieren. Ich sag dir wieso. Weil ich befürchte, ich werde nie wieder die Chance bekommen, jemanden wie dich zu finden. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.